Jetzt habe ich schon wieder eine Stunde 15 gespielt. Das ist unglaublich. Es ist einfach unfassbar, wie schnell die Zeit immer vergeht. Stunde 15 schon. Ich glaube, eine Folge mache ich noch. Die 15 Minuten ziehe ich jetzt auch noch durch. Ich kann heute ein bisschen länger aufnehmen, weil ich alles abgerendert habe, was ich bisher aufgenommen habe. Oh, passt es genau ganz rein? Jawohl, es passt ganz rein. Und dann können wir uns jetzt überlegen, was machen wir? Erstmal würde ich sagen, fahren wir mit dem Trecker den Raps ins Lager erstmal. Ich verkaufe noch nicht, ich warte darauf, jetzt erst einmal, dass vielleicht große Nachfrage besteht dafür. Da muss ich rein, da rein. Oh, 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 schon viel zu weit. Dann kippen wir einmal. Wieso kippt er eigentlich immer den hinteren zuerst aus? Ist aber auch im Prinzip egal. So. Den haben wir einmal ausgekippt. 5000 haben wir hier auch noch übrig. Die wir auch da reinkippen können. Dann würde ich sagen, fahren wir das später ab. So, beide Gerätschaften brauchen wir im Prinzip da unten. Ich lasse jetzt aber erst einmal die beiden hier stehen. Nimm das mit. Na. Ach so, jetzt hatte ich da die... Die Steuerung ist natürlich... Ich muss dann dran denken, richtig einzuschlagen, wenn ich rückwärts fahre. So, jetzt benutzen wir unsere liebe Sämaschine doch nochmal, bevor wir sie sauber machen. Ist aber auch nicht schlimm. Dann bringe ich die jetzt einmal in Stellung. Achso, ich wollte doch den... Genau, ich wollte das doch selber machen. Dann bringe ich den jetzt erstmal in Stellung. Fahre damit runter. Einmal zum anderen Feld. Ne, wir müssen andere Richtung. Dann fahre ich damit einmal zum Feld 38. Dauert jetzt leider ein bisschen länger. Ist dann natürlich auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Verdorrt ist es ja noch nicht, ne? Wir haben es nicht zu lange gebraucht. Nee. Ernte reif, alles gut. Dann fahren wir jetzt mal mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit von 26 km/h auf der Straße. Einmal dorthin, lassen den Helfer das einmal komplett abernten. Obwohl wir dann sowieso mit dem Traktor dahin. Wir müssen einen zweiten Traktor haben, doch. Wir brauchen einen zweiten Traktor. Es wird wahrscheinlich kein anderer Weg dran vorbeiführen. Wir brauchen dringend einen zweiten Traktor, weil jetzt haben wir natürlich gleich das Problem, dass wir einmal oben bei 24 am Säen sind und eigentlich unten dann noch einen Traktor brauchen zum Abtanken. Weil nach 4200 Litern ist ja, glaube ich, dieser Tank hier voll. Ist dann natürlich ein Problemchen. Von daher brauchen wir anscheinend doch, habe ich mich verkalkuliert. Wir brauchen doch einen zweiten Traktor. Dann können wir nämlich auch einen zweiten Helfer da oben arbeiten lassen, selber abfarmen und abtanken. Das geht nämlich mit Helfern nicht. Auch klar, wie sollte man das eigentlich programmieren? So, dann werden wir hier einmal den Helfer einstellen. Der wird uns jetzt hier schön einmal das komplette Feld abernten. Das ist ein bisschen doof hingestellt von mir gewesen. Ist aber im Prinzip auch nicht viel schlimmer. Senken. Habe ich schon aufgeklappt? Nö. Aufklappen. Einschalten, Tempomat rein und los geht's. Ich hoffe, dass die Füllung noch rein... Ah, nicht schon wieder Raps. Shit. Na, ist egal.
Jetzt haben wir einmal angefangen, jetzt werden wir dann komplett auch wieder nochmal Raps säen. Da werden wir wahrscheinlich nicht viel Kohle für kriegen dann. Wir sollten auf jeden Fall dann warten, bis wir ordentlich Kohle dafür kriegen, um das wieder reinzuholen. Ich muss ausgeglichener säen, auf jeden Fall. Daran hatte ich nämlich erst auch nicht gedacht, dass wenn ich ja verkaufe, der Preis für Raps dann runtergeht, deutlich runtergeht. Wahrscheinlich, also denke ich jetzt mal. Vor allem bei so viel Raps, den wir dann verkaufen würden. Beziehungsweise bald verkaufen werden. Müssen wir da auf jeden Fall etwas ausgewogener arbeiten. Ich glaube, ich werde mehr mit Helfern arbeiten. Eindeutig mehr. Wir haben jetzt in einer Stunde 20 nicht einen einzigen Cent verdient. Also werde ich wohl in der nächsten Aufnahmesession mal einen Kredit aufnehmen, Traktoren kaufen, Felder kaufen, dass wir hier mal ein bisschen schneller vorankommen. Etwas, ja, sagen wir mal, effizienter vorankommen. Nicht unbedingt schneller, aber effizienter vorankommen. Damit ich euch noch einiges mehr zeigen kann. Von dem Spiel, denn sonst ist es nämlich dann so alt, dann kennt ihr im Prinzip alles schon. Ich meine, die meisten kennen wahrscheinlich sowieso alles schon, weil sie es selber spielen, andere Let's Plays gucken. Jetzt muss ich noch mal kurz mich verabschieden, gleich wieder da, im Moment. So, da bin ich wieder. Der Frosch war wieder im Hals. Mein kleines Haustier. Was mir noch eingefallen ist, guckt ihr eigentlich oft dasselbe Spiel, aber bei anderen Let's Playern? Würde mich jetzt auch mal interessieren, jetzt wo ich das gerade sage. Habt ihr bei anderen Let's Playern gesehen? Macht ihr das oft, dass ihr dasselbe Spiel bei verschiedenen Let's Playern guckt? Oder guckt ihr spielweise? Guckt ihr Let's Playerweise? Die meisten gucken ja, glaube ich, Let's Playerweise. Wobei ich aber auch welche kenne, die Let's Play, also das spielweise gucken. Meine Freundin ist zum Beispiel ein der Fall. Wenn sie ein Spiel interessiert, dann guckt sie dann nach Let's Playern, die das Spiel spielen. Andere gucken sich ja gerne Let's Player an und nehmen dann die Spiele mit, die Let's Player halt dann in dem Moment gerade spielen. Wie ist das bei euch eigentlich? Guckt ihr spielweise? Guckt ihr Let's Playweise? Oder gemischt? Würde mich im Prinzip eigentlich auch mal interessieren. So, 7 Minuten habe ich noch. Das sollte ich ja eigentlich schaffen, dann noch das Feld wenigstens hier komplett einmal abzuernten. Und dann sollten wir in der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall dran denken, noch einen Traktor zu kaufen. Für das Abtanken unten. Für Arbeiten auf den Feldern vielleicht noch ein Feld dazu kaufen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das war einfach vieles auch die Helfer machen lassen, dass wir uns vielleicht mal mit Forstwirtschaft zum Beispiel beschäftigen. Oder die Tierzucht, dass wir uns da neue Gerätschaften holen. Dass wir auch mal Stroh verkaufen können oder sowas. Ich glaube, das ist nicht ganz so profitabel, wie ich gehört habe, aber ist halt ein Feature, möchte ich gerne auch mitnehmen. Möchte gerne alles entdecken. Ihr wisst ja, der Entdeckergeist, mein Rollenspielgeist im Prinzip. Ich möchte gerne alles entdecken, was man machen kann. Und von daher würde ich auch gerne das machen. Stroh mal herstellen, Stroh verkaufen. Tierfutter machen, Kühe möchte ich natürlich haben. Auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, den ich auch in diesem Let's Play noch gerne schaffen möchte. Eine ordentliche Tierproduktion, also jetzt nicht nur diese kümmerlichen Hühner da, die kaum was bringen. Da möchte ich dann schon doch gerne auch mal Kühe haben, die wahrscheinlich ein bisschen mehr bringen mit ihrer Milch. Und ich bin da mal echt gespannt, was es noch so an Mods
geben wird. Ich habe übrigens nochmal einen neuen runtergeladen, ein Betongewicht, einfach weil es kostenlos war. Alles, was kostenlos war, habe ich mir ja schon direkt ins Spiel integriert. Kann ich vielleicht auch nochmal eben zeigen. Weil ich im Prinzip noch ein paar Minuten habe. So, das hätten wir. Zusammenklappen, ausschalten. Hochfahren. Dann wären wir mit diesem Feld hier auch schon wieder fertig. Wir können im Prinzip eigentlich auch schon wieder die Zeit vorlaufen lassen. Wenn ich ehrlich bin. Aber gucken wir mal. Auf jeden Fall stelle ich jetzt nochmal das Gerät in der Hoffnung, dass ich es diesmal sauber mache. Ich könnte es ja jetzt eigentlich mal sauber machen. Wir haben noch ein paar Minuten. Dann würde ich sagen, mache ich nochmal eben meine Sachen sauber. Habe ich eigentlich eine Taschenlampe? Ja, habe ich sogar. Ha! Wie geil ist das denn? Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. So, einmal wollte ich euch zeigen. Da gibt es ja, glaube ich, einen eigenen Reiter für diverses. Nee, wo war denn das? Gab es hier nicht irgendwo den Reiter? Mods? Platzierbare Objekte? Nee. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Einnahmen? Einfach mal so. Geschenkte Einnahmen? Machen wir aber später. Achso, jetzt muss ich hier zurück. Wo war denn... Überladewagen? Was sind denn Überladewagen? Überlader dienen im Einsatz auf dem Feld als Zwischenspeicher von Fruchtarten. Achso, okay. Gibt's auch bisher nur einen. Zitterballentechnik. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt einen eigenen Reiter Mods. Ah, hier, alles klar. Mods, also Traktor, Lamborghini, ne, wisst ihr ja. Den habe ich schon, Sonderangebote haben wir hier nicht. Diverses, da habe ich nämlich auch nochmal den Lizard, aber ich habe da noch andere Sachen. Die werden dann wahrscheinlich nicht bei Mods. Markenmods, ne. Irgendwie werden die mir hier so nicht angezeigt. Dann wahrscheinlich hier in den entsprechenden Reitern drin. Habe ich mir nicht ein Güllefass gekauft gehabt? Oder was war das? Noch, was ich geholt hatte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ein Güllefass war es eigentlich gewesen. Jetzt finde ich es gerade nicht. Aber na gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ein LKW will ich eigentlich auch fahren. Mal sehen, wie groß hier unser... Hof noch wird. Jetzt wollte ich mich gerade verabschieden. Dann fiel mir ein, dass ich ja noch was zu tun habe. Nämlich die Sachen wieder sauber machen für die nächste Aufnahmesession. Meine Güte, ist der verdreckt, ey. Heiliger Bimbam. Das Wasser scheint auch was zu kosten. Es wird hier ganz schön viel Geld abgezogen. Da auf oben rechts. Na, jetzt werd doch mal sauber hier. Meine Güte. Auch mal hier. Anderen Seite. Ja, ein bisschen sauberer wird es jetzt langsam. Windschutzscheibe vorne. Ich weiß, das muss man eigentlich nicht machen, aber macht mir gerade ein bisschen Spaß. So, einmal den Schlauch um das Fahrzeug rum. Den nicht vorhandenen Schlauch. Gelegt. Boah, ist das dreckig, ey. Unglaublich. So lange haben wir, glaube ich, noch nie gebraucht, um die Fahrzeuge sauber zu machen. Ich weiß, eigentlich könnte ich auch jetzt auch nur hier drauf halten und dann wird es auch sauber. Aber irgendwie will gerade nicht komplett sauber werden, meine Güte. Dauert das lange. Ich habe nur noch eine Minute. Ich glaube, den anderen müssen wir später sauber machen. Unsere Sämaschine. Den Traktor schaffe ich jetzt vielleicht noch. Na, ah, komm schon. Einmal wieder ordentlich machen alles. So, Scheiben nicht vergessen. Hier die Scheiben, einmal oben die Scheibe. Und ansonsten will jetzt gerade nicht mehr. Aber dann würde ich sagen, verabschiede ich mich einfach mal pünktlich von euch. Ich hoffe, auch diese Aufnahmesession hat euch mal wieder gefallen. Ihr habt ein bisschen Spaß an dem Projekt. Ich auf jeden Fall. Hat mich schon sehr wieder darauf gefreut, dass ich endlich mal wieder spielen konnte. Und ansonsten, wisst ihr ja, wünsche ich euch einen schönen Tag. Sagt tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Euer Benden.
Ciao.